I made more damage on Ivan than you did on Heimer. Heimer ist ein Poke-Mage, Kollege. Das ist einer der besten Damage-Dealer im Spiel. Ah. Ah. Oh, das ist der Hickere. Well, never mind. Ab fürs nächste. Naja. Das ist Hicker. Der Hicker hat uns natürlich hart getragen. Aber warum sind die so wütend? Denn Morang, hör auf, mich zu snipen. Auch wenn du mich jetzt gekimmelt hast, hör auf zu snipen. Der Heimer hat uns vorher auch die ganze Zeit geflammt. Ich dachte, das ist der Heimer, weil der hat so reingeflammt, der Kerl. Deswegen habe ich den auch reported mal. War crazy, wie der geflammt hat. So, wer ist jetzt der Nächste? Wir haben beide... Leute, wir haben mit Jenna Jungle und Ivan Mitte in Diamond 4 gewonnen. Nee, ich kann das nicht glauben, Sir Francis Drake, Klimax, Michi, Ray Nespius, Flo 7, der Portugiese, Danny, Hellsniper, Prophet, Weed Wizard Walter, Lennox, Monkey Banger und Floto. Einen wundervollen Aufenthalt wünsche ich. Willkommen, willkommen. Ah, grüß dich, Kevin. Hoffe, du hast ein gutes Stream heute, ey. Du musst Jarvan noch kaufen. Ah, guter Call. Da hab ich gar nicht gesehen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Also, wir haben jetzt noch offen. Wir haben jetzt noch offen Irelia, Jarvan und Midlane Jax. Das sind die nächsten drei. Irelia, Jarvan, Jax. Und danach kommen vier AD-Carries in der nächsten Reihe. Da kommen vier AD-Carries. Also eigentlich fünf, ne? Jay ist ja auch praktisch AD-Carry. Irelia, Jarvan, Jax. Dressluck und Layout. Vielen Dank auch dafür den Support. Wann hast du das siebte Mal verloren? Ich habe mit Illaoi habe ich verloren. Midlane, Illaoi habe ich gespielt. Und die Gegner haben leider eine sehr, sehr... Also wir haben Mitte, waren wir gut dabei. Aber die gegnerische Botlane hat leider sehr, sehr gut gespielt. Und Double Range mit Ezreal. Und ich kam einfach an nichts ran, weißt du. Danke an Switch für den Support. Willkommen, willkommen. Ja, das war das Game hier. Ein Midlaner von denen wurde fast Flame Horizon, aber es bringt halt nichts. Wenn die unten noch Mountain... Vielen, vielen Dank dir für die 10 Abonnements. Einen traumhaften. Ich muss sagen, das sind die Games, die aber am meisten Spaß machen. Mit diesen super ungewöhnlichen Designs zu gewinnen. Dickes, fettes F an den Mountain. Ja, das ist super lieb von dir. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende. Lord Dosensuppe, danke auch dafür den Support. So, diesmal kriegen wir aber unsere Irelia. Hm? Diesmal kriegen wir unsere Irelia. Die Frage ist, was ist der schlimmste Pick für Irelia Mitte? Hat die einen schlimmen Pick? Renekton oder so wahrscheinlich, ne? Was ist der schlimmste Pick für sie? Weiß gar nicht, ey. So, was nehmen wir raus hier? Ich bin, glaube ich, einfach Rek'Sai oder sowas. Weil Rek'Sai hat so gute Gangs auf Irelia. Vielleicht hätte ich auch Poppy oder so bannen können. Was hältst du von Yoni? Eher yay oder eher nee? Eher so... Also, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Ich finde, der ist so krass Matchup-abhängig, der Champion. In guten Matchups ist der extrem stark, weil seine zwei Item Power Spike sind halt richtig nasty. Und... Wait, warum war ich ein Irelia-Skin? Hä? Habe ich mir den gekauft aus Versehen? Wait, wo war ich denn Irelia-Skin? Ah, wir haben bei dem einen Skin, den wir rerollen konnten, hat man einen Irelia-Skin gekriegt. Okay, okay. Oh shit, das ist bitte nicht Renekton Mitte. Dann möchte ich meine Irelia nochmal zurückgeben, bitte, wenn das jetzt der Renekton Mitte ist. Irgendwas wollte ich gerade erklären. Zu was hatte ich angesagt? Simetonaru Senpai, vielen Dank auch dafür den Support. Willkommen, willkommen. Ivan habe ich gewonnen, ja. Wir haben Ivan und Jenna, haben wir beide gewonnen. Crazy, oder? Absolut crazy, dass wir das gewinnen konnten. Bin richtig, richtig zufrieden. Richtig, richtig zufrieden bin ich da. Okay, ich glaube, das passt so. Ich meine, die meisten nehmen, glaube ich, diese Tonic Mastery mit, aber ich mag die nicht. Ah ja, mal, also gegen den lane ich gerne, gegen Kassadin. Doch, doch. Aber das könnte natürlich Kassadin Top Lane sein. Und Renekton Mitte. Ne? Denkt mal darüber nach.
Was, wenn das Kassadin Toplane als Vladimir-Counter ist? Wir spekulieren mal, dass Adrenalikton mit ist. Wir gehen immer vom Worst Case aus, würde ich sagen. Danke an Unknown Vane. Einen traumhaften wünsche ich dir. Willkommen, willkommen. Alvan ist der Counterpick zu Yoni. Ja, auf jeden Fall. Ach ja, Yoni, genau. Also ich habe das Gefühl, der hat sehr hohe Höhen, aber der hat auch so viele Champions, die ihn voll countert, wo du echt kaum Counterplay hast. Also alle Bruiser, so Renekton, Pantheon, Jax, Trinder, Camille, diese, du kannst gefühlt dich null wehren gegen die, wenn du nicht super ahead kommst. Und selbst einige AP-Midlaner hat er nicht viel Chance. Danke an Schnecke, der Artgelam, Rheinbaran, Don, Fabi und Akuma Kane. Einen wundervollen Aufenthalt wünsche ich. Willkommen, willkommen. Hey. Leg die Kassa den Mitte. Feels fucking bad. Jetzt habe ich gegen Doppel-AP. Gegen Doppel-AP habe ich keine MR. Ja, das blows. So, die Gegner haben zwei Smurfs, haben die Gegner. Der Draven ist ein Smurf. Der Mustafa L9. Und der Kassadin ist auch ein Smurf. Also die haben Double Smurf Action an denen. Das ist ein Kassadin OTP Smurf mit vier. Oh Gott, ey. Okay. Aber wir sind Diamond 3 jetzt schon. Also wir haben schon ganz viele Diamond 3 Spieler in dem Game. Danke an Astrid für den Support. Willkommen, willkommen. Und Temp Candle, vielen Dank auch da. Also die zwei sind Smurfs, der Kassadin und der Draven. Man sieht es eigentlich immer an den Level, ne? Wer ein Smurf ist und wer nicht. Warum sieht man bei seinem... Okay, also zum Beispiel in dem Game, du siehst halt sofort an den Leveln, dass die zwei smurfen. Sind die Smurfs bekannt oder woher weiß er das? Wegen der hohen Winratio, die haben, weißt du? Weil der hat irgendwie 80% Winratio, der Draven. Der hat irgendwie 65 oder so. Irgendwie sowas. Denkst du, die Gegner bekommen Smurf, weil du selber so eine hohe Winrate hast? Nee, ich glaube, so funktioniert das System nicht. Ich glaube, das ist komplett random. MacBeefer, vielen Dank dir für die 22 Monate Support. Willkommen, willkommen. Nee, oder schon wieder? Oh Gott. Lass mich leben, the first human. Okay. Vorsicht mit Blitz hier. Wir werden auf jeden Fall in den Vaden kommen. Der terrifying Tyrone geht schon nach unten. Der Kicker smurft auch. Ernsthaft? Gucken wir mal kurz. Der Hecker. Also wenn der smurft, dann smurft er aber schon sehr schlecht. 200 Hecarim Games, Diamond 4. Ich meine, er hat 59% Win Ratio, aber er hat schon 250 Games gespielt. Das sieht jetzt nicht so wie der Power Smurf aus. Aber das sieht schon eher so wie der mediocre Smurf aus. Wenn das einer ist. Also das ist wahrscheinlich dann fast seine True Elo, meine ich damit. Es gibt halt oft Leute, die smurfen, aber die erreichen dann ja auch ihre True Elo. Danoforce und Lehre des Wampo. Vielen Dank auch dafür den Support. Willkommen, willkommen. Okay, wir spielen gegen einen Smurfing Kassadin auf meinem Main Champion Irelio. Irelio. Der Ignite. So. Mit Snipen und Ghosten ist was anderes, aber ich hoffe, also wenn du die Namen hast von denen, die dich angeschrieben haben, kannst du mir die gerne geben, dann bin ich die bei mir. Auf dem Stream. Kannst du mir einfach die Namen geben, wenn dich wirklich jemand angeschrieben hat. Oh, wenn das Dings trifft, ist er tot, ne? Das eh. Ich dachte, er dutscht nach vorne. My bad. Das sei natürlich kein Ignite mehr, das ist jetzt nicht so gut. Ich dachte, er dutscht nach vorne, der ist einfach frech nach hinten gedutscht, die Sau.
Gerade noch geradeaus gelaufen. Wie viele Lever hattest du schon? Nicht so viele tatsächlich. Also Lever halten sich in Grenzen. Viel Flame und viel AFK gegangen wird. Also Flame und AFK gehen hatte ich. Oder kann ich bis jetzt beten? Rausgehen, ja. Ja, da war bis jetzt nicht so gut, ha? Da war bis jetzt nicht so gut. Oh, bitte, renn raus. Ich kann leider nicht. Ich kann leider nicht, ich hab verkackt. So, so ist das hier schon mit und dann flitzen wir zur Lane. Gucken, was wir da machen können. Terrifying Tyrone unten. Ja, also Irelia ist natürlich eher einer meiner schwächsten Champions, ja. Leider. Ich glaube, ich raste jetzt Wits End und Blade, oder? In dem Game. Wir bauen einfach gar keine. Ich würde sagen, wir bauen hier überhaupt keine Trinity. Ich glaube, das baut man auch auf Irelia gar nicht mehr, Trinity, ne? Es ist halt, eigentlich müsste ich den halt komplett demolischen auf der Lane. Den Kassadin. Aber ich habe halt zwei wichtige E's verfehlt und dann. Leider nicht gereicht, ja. Das ist der Unterschied zwischen Snipen und Ghosten ist. Snipen ist, du probierst ins selbe Game zu kommen wie ich. Ghosten ist, du schaust auf meinen Bildschirm, um dir Vorteile zu garantieren. Snipen ist selbstverständlich in Ordnung, ne, wenn man gegen mich spielen möchte, klar. Also, das ist natürlich völlig legitim. Aber Ghosten ist nicht so cool. Ghosten ist nie so cool. Mustafa L9. Ich habe immer nur einen Assist gekriegt. Der Elektro-Cure? Na, spiel ich die. Ja. Ich bin ja jetzt schon auf den Sack hier von dem Kasselin. Da sind drei Mitte, Vorsicht. Kill. Schön, Mr. Kasse, Mr. Dings. So. Aber zurück hier mit kein TP. Ist die Frage, fange ich mit Witzend an hier in dem Game? Schon, oder? Oder erstmal Blade. Naja, ich glaube, wir machen erstmal Blade für alle Fälle. Ich habe eine Menge Cookies auch noch, die ich notfalls einsetzen kann. Bisschen Mana und so. Der Rush Seekers, so wie es aussieht. So. Nein, Ghosting ist auch nicht strafbar. Das ist einfach, da kannst du nichts machen dagegen als Streamer. Also, na, du kannst schon was machen, du kannst einen Delay anmachen. Aber, ich meine, es ist halt nicht die feine Art, aber wenn die Leute das nutzen wollen, ich meine, ich bin auch ein Smurf, also da bin ich jetzt denen nicht zu böse. Ne? Man, Irelia fühlt sich so satisfying an, ne? Wait, der geht. Lost Chapter Rush Kassadin? What? Hab ich noch nie gesehen, ne? Ja, gerade das Kennen mit ihm verpasst.
Ein Lust Chapter gerusht. Alter, wie krass mich die geslotert. What? Krass. Wie krass mich die geslotert da. Ich glaube, ich gehe jetzt witzen. Wir nehmen nur das kleine, kurz einmal das Vampiric Scepter für unten durch, ne? Noch ein Cookie. Was bringt mir noch ein Cookie? Ich hatte doch einen Cookie laufen. Was bringt denn noch ein Cookie? Was soll denn noch ein Cookie bringen? Ich hab keinen Time Warp, Leute. Ich hab keinen Time Warp. Ich hab keinen Tonic, Leute. Ich hab keinen Tonic. Oh, das ist sehr, sehr schlecht, wenn ein Kassel den da Kiss kriegt. Bitte nicht noch einen zweiten. Oh mein Gott, Boys, please. Why? Why I have Bonobo Team? So. Ist das ja schnell. Das ist sehr, sehr bitter für mich jetzt natürlich. Okay. Krass, wie viel Schaden der schon macht, ne? Obwohl der ja nichts hat, bisschen. Rausgehen kurz, der Renekton kann hier sein, ne? Double buffed Kassadin mit zwei Free Kills. Das ist ein Yikes, wenn ich mal eins gesehen habe, ne? Was ist unser Witzen dann in der Base? Mal schauen. Das war natürlich sehr, sehr dumm von ihm, in eine gesteckte Irelia reinzuhüpfen. Also das ist natürlich, also dafür, dass das ein Smurf ist, ist das natürlich nicht die beste Entscheidung gewesen. Mal kurz back to base hier. Bitte interrupt mich nicht. Schön. Also da solltet ihr natürlich, eigentlich sollte mich die da immer interrupten. Aber sometimes lucky. Stehen wieder zur Lane, gehen als nächstes für Blade, dann gehen wir für Defton, sondern für Sterox oder so. Nice, nice, nice. Oh, nice. Oh, terrible. Die Rede, die Dings ist hinter mir, aber ich sollte die beide töten, wenn sie kommen. Wenn ich meine Stacks zusammenbekomme. Man, mit Witzen sollte ich zu stark sein für die gerade, für die Gegner. Renekton ist halt ein Problem, logischerweise, aber
wenn er nicht bei mir ist. Oh, so knapp, Mann. Ein Hit. Scheiße, Mann. Renekton Flash Ult Auto. Eieiei. Renekton ist ein Problem, Luis. Das ist ein großes Problem. Vielleicht den Mercs, oder? Ja. Würde ich sagen. Eine Sekunde auch für Flash, ne? Wenn ich Flash habe, kann ich ihn auch noch. Oder nicht eine Sekunde, ich glaube, von 5 Sekunden oder so. Wenn ich Flash habe, kann ich ihn auch nochmal outplayen. So. Schauen wir mal hier kurz. Was hier geht. Ich könnte auch Tabis gehen in der Theorie. Aber. Der Dings-Stun ist halt das Problem, der Renekton-Stun, ne? Ist so lästig, ja. Vielleicht swappen die sogar straight up jetzt einfach, dass der Kassa den Top geht. Der wäre ziemlich smart von denen. Ich weiß nicht, warum die das nicht schon lange gemacht haben. Der Kassadin kann nicht gegen mich lehnen oder der Renekton, der, ich glaube, was soll ich gegen den machen, ne? Alter. Die Ulti hat nicht getroffen. Bitte. Bitte kill ihn. Okay, ich glaube, den kriegt er. Oh mein Gott, er kriegt ihn nicht. Ich hab doch sogar geschrieben, dass er Ult wieder hat. Mann, ey. Ich hab's doch sogar geschrieben. Please, mate. No. Das, und jetzt blamet er mich, ne? Das ist wieder das Typische hier in der Elo. Yes, Wassermelone. Juhu! Schön. Ist das sehr schnell. Aber das Game sieht auch wieder nicht so gut aus, muss ich sagen. Weil die Gegner haben ja auch eine Menge Smurfs. Mal wieder. Ja, den kann er nicht interrupten. Jetzt hat er wieder keine Ult in der Mitte. Ja, ich hätte ihn da bursten können. Ich hätte das Dings da treffen müssen. Wenn ich Mercs habe da, dann ist er auf jeden Fall tot. Weil dann bin ich nicht so lange gestunt und dann kriege ich das Q noch so hoch, aber dadurch, dass ich da so lange gestunt war. Aber der Hecarim intet aber wirklich komplett jetzt gerade, oder? Ich würde ganz gerne sideline jetzt, aber ich würde halt ungern gegen den gefeedeten Renekton gehen. Aber so wie es aussieht, ist unser Vladimir auch fertig mit dem, ha? Huh? Ja, mal sehen. Ich weiß nicht, soll ich dir das gewinnen? Alter, kannst du aufhören zu inten, ey? Please! Gott, fein, damn it, man. Ich glaub nicht, dass wir können. Mit. Gar nichts gegen den. Ich stehe jetzt halt einfach verloren, ne? Och Mann, ey! Kommt schon, Jungs! Warum denn?
Das ist so fies. Was ist denn das für Inter? Wie kann man denn so rein inten? Ich war so weit ahead. Ach Mann, ist das frustrierend. Ich glaube nicht, dass wir das noch gewinnen können. Nee. Naja, also gewinnen können wir schon, aber Alter, schaut euch das an. Holy shit. Er hat in seinem ganzen Leben hat er noch keinen Vladimir gespielt. Die 4 Elo, hey, ja, die Leute sind halt so toxic und gleichzeitig so bad. Das ist so furchtbar. Die 4 ist echt mit Abstand am unangenehmsten bis jetzt. Weil die Leute so toxisch sind, wisst ihr? Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Ja, jetzt haben wir unsere 2 Items. Vielleicht können wir irgendwie noch einen Fight spielen damit. Ich meine, jetzt vielleicht gerade in der Mitte, wo die noch nicht gegroupt sind oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch irgendwie wund kriege, hä? Huh? Der Renekton läuft mir eh die ganze Zeit hinterher. Boah, der hat uns schon 2 Loses gegeben, der Kerl. Also wenn wir das verlieren sollten. Ich meine, das war jetzt gerade ganz gut für uns, das Play. Okay, I'm warmed up, Leute. I pledged myself to darkness. Ist hier noch das Krokodil töten? Das habe ich nicht gemacht, oder? Das habe ich nicht gemacht, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass der einfach geradeaus in mich reinläuft, ja. Mein Fehler. Wir können gewinnen jetzt, actually. Ich bin jetzt sehr, 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 sehr stark. Okay, jetzt gehen wir Death Dance als nächstes. Deftance, man. Ja, du weißt doch, dass die da drin sind. Kannst du aufhören zu inten, please? For the love of God, please, hör auf zu inten. Kann schon wieder gegen das Krokodil gehen, hm? Ich weiß nicht, ob der mich immer noch gewonnen hittet. Also er muss mich halt schon gewonnen hittet kriegen. Ansonsten kann ich gewinnen gegen ihn. Würde ich sagen. Könnte
den Dragon. Was never do should I was kurz mit einem Livestream oder einfach wieder? Ja, Blitzkrieg steht da um die Ecke, ne? Also deswegen gehe ich da nicht lang. Logischerweise. Oh mein Gott, wie lange zerzählt mich die Sau, Der ist tot? Aber das ist nicht so schlimm. Auch wenn der stirbt, ist halt nicht so schlimm. Wir haben den Drake gekriegt. Just keep grouping. So. Okay. Jetzt gehen wir als nächstes gehen wir Stavax hier. Und dann sind wir. Also wir sind jetzt schon sehr, sehr stark. Schnappt euch den ersten Menschen! Also die Schwachen. So. Ich werde halt super, super schnell gebürstet von denen, wenn ich sage. Oben von denen her. Aber der Dings da auch. Und die Rede, glaube ich, habe ich gesehen. Schade, wenn ich das eh noch treffe, kann ich die Leute alle töten. Ich hab eh noch Treffe da. Klaus. Und Kassadin ist jetzt halt gleich 16. Das heißt, wir müssen den halt immer catchen und bursten. Weil ansonsten können wir, glaube ich, nicht gewinnen. Machen wir uns das hier schnell mit. Dann mal weiterschauen, ne? In aller Ruhe. Renekton sollte mittlerweile nicht so gut scalen. Der ist halt bloß für mich im Fight blöd mit dem vollen Clickstun. Also für mich ist der halt sehr, sehr ekelig. Und dann haben wir natürlich jemanden, der Smurf im Namen hat, der aber absolut scheiße spielt und eigentlich, also ich weiß nicht, der ihn total straight up. Ich weiß, und dann schreibt er jedes Mal, wenn er schrieb, schreibt er Punkt, Punkt, Punkt oder Pink den Kassadin oder irgendwas. Die machen ja ein Dings. Alter, Kassadin, benutzt doch einmal dein... Also nicht Kassadin. Kannst du denn bitte einmal deinen Pool benutzen, Kassadin? Der hat Liandris gerascht. Okay, Epic ist dann. Ach, come on, ey. Diese Loses sind so sad jedes Mal. Die geht einfach jetzt hier unten AFK, oder was? Nice. Wie fände ich das jetzt? Erst muss ich den Blitzkönig hochjucken, irgendwie. So. So, und jetzt können wir Nash nehmen. Nash, Soul. Nash und Soul. Let's go.
hinter mir lassen. Ich bin stärker damit. Oh, lass doch mich mit drüber rücken. Ich will den auch tanken, oder? Schaffen wir es zu Soul noch länger? Bitte. Was ist denn den geben? Das hilft leider nichts. Weiß noch nicht, für was ich als nächstes gehe hier, ne? Group? No. Nein, nein, nicht da unten reinlaufen, die catchen da nur. Don't go there. Group mit. And go Ash. Ja, wir wollen da jetzt rein, wenn es geht. Ash. Ja. Let's go. Was kann ich noch bauen hier für ein Item? Was meint ihr? Was ist gut hier? Was ist gut hier zu bauen? Vielleicht jetzt noch eine Spirit? Vielleicht jetzt noch irgendwie eine Trinity oder so? Aber ich glaube, das ist nicht gut, ne? Late Game Trinity. Ich könnte GA bauen, aber das Problem mit GA ist halt, wenn ich tot bin, dann ist das Game eh vorbei. Und wenn ich respawne, ne? Also wenn ich sterbe, das bringt nichts, oder? Nicht mehr, das reicht uns. Könnte Spirit Visage könnte ich gehen, vielleicht. Gegen den Kassadin, das ist der Hauptdamage-Stealer von denen. Spirit Visage, maybe? Leute, könnt ihr denn nicht mal aufhören? Spirit ist so ein bisschen, vielleicht haben wir uns einfach verloren, actually. Sind zu dritt. Das ist halt keine Ahnung, das ist so krass wie die Inden, ey. Wie soll man denn das carryen? Und der Nash läuft auch noch natürlich zusätzlich jetzt aus. Kannst du den aufpassen, dass er nicht backdoort? Vielleicht? Wo ist der? Okay. Gehen wir kurz back to base. Vielleicht nicht wirklich aus unserer Base raus, ne? Jetzt fürs Erste. Kannst du aufhören zu inten? Du hast sogar Smurf, da kommt doch der Kassadin, please, man. Der macht mich echt wahnsinnig, der Kerl, ey. Er hat fucking Smurf im Namen und spielt wie der letzte Trottel, ey.
war nicht gut von mir. Ich dachte, der sieht mich da noch nicht, aber der hat mich schon gesehen. Den Farm sollte der Vladimir kriegen. Ich hab schon alles. Wir können den Drake noch geben. Was ist denn der dritte? Achso, tatsächlich sollte ich den Farm auch nicht nehmen, ne? By the way. Sollten alles jetzt meine Teammates nehmen. Wir sollten alles meine Teammates nehmen. Bitte gib den Drake, Gio Smurf, please! Alter. Please! Hör auf zu Windtraden! Wir fighten den nicht, das ist super schlecht. Unsere Base ist offen, es ist dritter Drake. Nein, nein! Please, hör auf! Das ist ja kriminell, der Kerl! Das ist ja absolut kriminell! Für Nash können wir jetzt fighten. Wir hätten jetzt einfach Nash Vision aufbauen können in der Zeit. Das ist so furchtbar, ne? Jetzt haben wir keine Nash Vision hier natürlich. Die sind irgendwo da drin, sind die. Das kann keiner von uns kann vorlaufen, ne? Können halt, also eigentlich können wir das nicht machen, was wir hier machen, weil der Kassa den einfach in unsere Base gehen kann, ne? Startet. Okay. Right now, instant. Here with Cass Deeper. Weil unser Inhab kommt gleich wieder, ne? Okay. So, jetzt müssen wir schauen, wie wir das hier gewinnen. Ich meine, das ist halt, also der ist so delusional. Der denkt legit, er spielt gut, ne, der Hegerim. Der sitzt gerade vorm PC und denkt sich, er wird zurückgehalten. Da müsst ihr euch mal vorstellen. Ich smurft hier, ne? Er ist der große Barbo, er carried uns. Bullshit, ey. Das ist der komplette Anker, der Mann. So. Der Inhib kommt wieder. Das heißt, jetzt können wir wirklich für einen Fight gucken. Halt hier unten aufpassen. Man wird eigentlich instant oben rein, wenn es geht. Können die oben überleben? Ich weiß halt nicht, ob die ohne mich fighten können. Wahrscheinlich eher nicht, gell? Kommst du denn runter, Hikari? Mein Gott, what the fuck? Alter. Jemand, der smurft, der runterrennt, AFK geht und permanent flamet und drei Leute, die einfach komplett inten. Alter, wie kann man denn so zurückgehalten werden? Bitte.
Oh.